weißt, was ich will? Ich will in meine Interviews in TikTok gehen, am Ende. In meiner Karriere wollte ich schon immer zwei Menschen grüßen. Free Thailand und sei gegrüßt, Bengi. Mehr wollte ich nicht sagen. Abi, drück mich hin. Zigara Ichilic Match. Mit dem Fondmann, wo ist der Zinkario? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rus, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, ich war in Istanbul gewesen mit Farid Kapo und Bobby Van Damme. Die haben ein neues Video gedreht da zu ihrem neuen Song, der sozusagen offizieller Toursong ist, denn die drei gehen auf Tour, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Freunde, wir haben gequatscht, ich habe euch eine Menge Making-of aufgenommen, ich wünsche euch viel Spaß, ich halte das Intro kurz, wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Was geht ab, Jungs? Alles gut bei euch? Bei dir? Stress? Ach was, was ist Stress, Bruder? Alles locker. Alles gut. Also, du bist schon einen Tag länger hier, ne? Ja. Also du bist ja vor uns geflogen. Nicht einen Tag, ein paar Stunden noch. Ach so, okay, ich dachte, du hast schon gedreht. Fühlt sich aber an wie... Aber du hast schon gedreht, ne? Ja, ja. Vor den... Der ist vorher im Privatjet geflogen mit Arthur und Eugen. Hast du vorher gedreht für den anderen Song, für dich oder hier für den Song? Genau, für den Song, der jetzt morgen kommt. Ah, okay, du hast schon ein bisschen fleißig gearbeitet. Ja, jetzt macht ihr einen Toursong zusammen. Richtig, Bruder. Crazy. Erste Tour für Bobby. Und keine Ahnung, 100. für dich. Ein Feature für mich. Ist schon viel, aber ne? Gefühl, viele Touren. Aber viele. Ich hab Bock, Bruder. 6 Jahre nicht mehr gemacht, ne? 6 Jahre nicht mehr auf Tour. Ich. War schon 6 Jahre. Ich wüsste, wann war deine letzte Tour? 2020. 20? Anfang noch von Corona? Ja. Da warst du noch auf Tour, crazy, Alter. Aber Anfang 20. Ja, klar, ging noch. Hast du noch Glück gehabt, ne? Ja, das stimmt. Hast du noch echt Glück gehabt, weil kurz darauf war ja zu, Lockdown. 21 war doch die Corona. Nee, 20 war Corona, schon auch Lockdown war 20, Mitte April, oder? Kennst du den Film Lockdown? 21? Ja. 21 kam Corona. Kennst du den Film Lockdown? Ja, uralt, mit Morgan Freeman oder was? Mit Graffiti. Weiß ich nicht mehr. Leute, falls ihr das gerade seht, schaut euch den Film Lockdown an. Kennst du den? Ja, klar. Lockdown mit Graffiti. Natürlich. Guckt euch den Film an, Lockdown. Bester Film und, sage ich mal, so ein Knastliebesdrama, würde ich das beschreiben. Warte mal, mit welchem Schauspieler ist der? Mit Sylvester Stallone? Nee, der sind so unbekannte Schauspieler. Weil aber der hat das auch so einen Lockdown. Lockdown mit Graffiti. Der Haupt, da gibt es einen Darsteller oder eine Rolle, die heißt... Was geht? Komm! Da gibt es eine Rolle, die heißt Graffiti. Ich mach Kamera von hier, ja. Und ist unbedingt gerade wirklich ein sehr, sehr guter Film und mit geilem Impact. Erzähl mal, Kapo, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen, Alter. Bestens immer weiter hier mit Farid und dem Brüder Bobby. Jüngst gekommen. Haben gestern von Bobby einen Shot gemacht, sein Video fertig gemacht. Heute ist unser Video dran. Dave hier, der managt uns in Türkei, der Jam. Ja, ich bin der Ableger von Farid in Istanbul, seit neuestem. Machst du Banger Music Istanbul? Nein, nur Farid Bang. Farid Bang. Ach so. Also nur für Farid. Alles, was roundabout Farid Bang heißt, alles ist auch meine Lebensaufgabe geworden. Ach, danke, Bruder. Hey, wollt ihr mal was dazu sagen, was ihr überhaupt, wie ihr zusammengekommen seid jetzt? Weil ich meine, du hast es einfach gemacht, du hast gar nicht darüber geredet. Im Interview hast du gesagt, ne, ihr kennt euch natürlich lange, ihr seid Freunde und ihr habt ja auch eine Düsseldorfer Phase gehabt, ich erinnere mich. Das war schon verrückt. Aber jetzt kommt ihr auf einmal zusammen, geht auf Tour. Wie kommt das? Ist da mehr geplant? Ist das jetzt einfach nur Tour-Support? Was ist das? Also ich glaube mal, ich habe sowieso immer in den letzten Interviews oder in den letzten Jahren habe ich immer sehr positiv über ihn gesprochen. Ja. Und wir haben immer Musik gemacht. Wir haben auch die letzten Jahre, also mit meinen größten Songs waren ja auch mit ihm über die letzten Jahre. Wenn du nach Streaming gehst, jetzt die größten. Jetzt klar, ich bin jetzt die letzten 2 Jahre ein bisschen abgedriftet in die Snuff-Schiene, was Rap angeht. Rap-Snuff, das heißt. So, aber ansonsten waren wir immer eigentlich gut und... Ja, man muss ehrlich sagen, also wir waren eigentlich von Tag 1 schon verbündet. Kam mal eine kleine Zwischenpause rein, auf unnatürliche Art und Weise.
Anders kann man es nicht beschreiben. Ja, ja, ja. Und irgendwann hat sich das dann wieder, wie sagt man so schön, dann, wieder gefunden. Das hat sich ja, wieder gefunden. Das hat sich wieder. Aber ist das jetzt freundschaftlich oder ist das auch Business? Alles. Also ist das alles. Alles. Ja, ja, 100%. Wir machen alles. Wir machen Business zusammen, wir haben Freundschaft zusammen. Warum sollen wir nicht gemeinsam? Ja, ich dachte nur, vielleicht kommt. Guck mal, es ist immer, im Rap ist es immer erstmal Business. Darüber hinaus, wenn es mehr als Business ist, wenn es eine Freundschaft ist, dann kann man auch so eine Tour sagen: Okay, weißt du was? Komm, wir machen eine Tour gemeinsam, weil man ist so auf ein Ding, weißt du? Ja. Also, so ist es bei uns und Bobby sowieso, der ist gerade, was soll ich sagen, der zerreißt sowieso ganz Deutschland. Wir können noch froh sein, wenn er noch mit uns, noch nächstes Jahr um die Zeit, wenn er uns noch die Hand gibt. Also ich denke, bei Bobby ist auf jeden Fall noch der Anfang. Das war jetzt erstmal der Anfang, der Start. Ja, also wie gesagt, wenn er weiter so macht, dann kann ich bei dem Backup machen oder so. Sag mal was, also ihr habt jetzt einen Toursong, das ist ja euer erster gemeinsamer Song, alle zu dritt, ne? Genau. Noch nie einen Song zu sagen, weil das muss auch festgehalten werden, genau. Die Tour auch so ein bisschen was drum, warum nicht? Und der Song ist auch sehr geil. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Toursong, also, also wir haben jetzt nicht über die Tour gerappt oder ja, so. Ja. Aber ihr habt einen Song, damit man... Es ist eine, wenn du das, ich denke so, alles muss immer einen Song auch dazu haben. Ja. So wie so eine kleine Kampagne, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen, ist auch geil für die Tour, dann habt ihr auch so einen Übergang, ne? Ihr werdet ja wahrscheinlich auch, jeder wird, wie wird die Tour sein? Jeder hat seine Zeit, alle auf der Bühne, wie wird das sein? Oh, da lasst euch überraschen, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Wir werden auf jeden Fall Full Power geben und wir werden die geilsten Songs spielen, die wir jeder haben im Petto. Darüber hinaus, wir haben viel Show geplant, viel, was wir machen. Also wir werden uns sehr bemühen, den Leuten was für ihr Geld zu geben, eine gute Atmosphäre, und das soll ein geiles Erlebnis sein für die Leute. Ich glaube, ich selber werde jetzt nicht noch 10 Touren machen in meinem Leben. Also ich denke auch, auf jeden Fall. Wir haben einiges an Songs gesammelt die letzten Jahre. Auf jeden Fall. Die auch für gute Atmosphäre sorgen. Die auch nie live gespielt worden sind, ne? Ja, genau. Wir haben viele Songs, ja, die klar, haben... Die, alle unsere Songs wurden noch nie live gespielt. Ja, ich habe viele Songs, die wurden noch nie live gespielt, Bruder. Den Song mit Rick Ross, ey, das ist das Video nicht drehen. Wir wollten nach Miami fliegen, wir konnten nicht wegen Corona. Habt ihr damals gezeichnet, ne? Zeichnen haben lassen, ne? GTA. GTA-Look ist auch geil, GTA kommt ja jetzt, ne? Genau. GTA neue, ne? Wird geil. Genau. Ja, super, ja. Ich denke, die Tour wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich meine, wer schon mal auf einer Farid Bang Live-Show war, der weiß ja, wovon ich rede. Ich meine, bei mir brauchst du jetzt nicht von mir zu erzählen. Wir sind ja auch viel unterwegs gewesen. Einiges abgeliefert, was das betrifft. Bei Bobby bin ich auch sehr gespannt, wie er live abliefern wird. Ich hab den Bobby gesehen, der Bobby ist sehr gewalttätig. Ich war mit Bobby schon im Studio, wollte ich gerade sagen. Er ist sehr gewalttätig am Mikrofon. Ich küsse doch dein Herz. Und der macht gerne 1 gegen 1 mit dem Mikro. Und ich habe immer gesehen, wie Bobby gewinnt, deswegen könnt ihr auf jeden Fall stark davon ausgehen, dass... Und wir haben vor allem auch nicht eine langweilige Tour, wo du 5 Rapper hast, die ganze Zeit rappen, sondern ich fand das auch ein interessantes Konzept. Das liegt natürlich an uns, was wir daraus machen, aber wir haben hier wirklich nicht nur vom jetzt für das Publikum so mehrere Sachen, sondern auch von den Musikrichtungen her 3 verschiedene Sachen, die man aber gut vereinen lässt und die auch unterschiedlich sind. Ne? Da wird jetzt keiner, da kann jeder glänzen auf seine Art und Weise. Ich wollte gerade sagen, musikalisch seid ihr ja auch schon unterschiedlich. Ja, genau, weißt du, wenn es darum geht, also jeder hat, da bringt da was mit, weißt du, und das ist eigentlich was Geiles. So, das macht das ja auch so ein kleines Festival. Ja, genau, ist ja auch ein Festival. Genau. Wir haben auch, in jeder Stadt haben wir auch... wir haben mehr Rapper als Festivals. Genau, genau. Erzähl mal dazu, ihr habt ja Special Guests überall. Haben wir überall Special Guests eingeplant und ich meine, wir sehen ja auch die Zahlen, die sind ja auch, die steigen ja auch gerade, weil gerade diese 3 Zielgruppen aufeinandertreffen. Mhm. Ich meine, Farid hat seine riesen Zielgruppe, ich habe meine Zielgruppe, Bobby hat seine Zielgruppe. Ja. Ich denke, wir alle sind da auf jeden Fall, bringen dann gutes gute Fanbase mit in diese auf ganze jeden Sache. Fall. Und die Leute das haben Bock. Alles. Genau, die Leute haben Bock. Ich denke, das wird auf jeden Fall ganz anders als wie eine gewöhnliche Tour. Ja, ja. Für uns alle. Genau. Für uns alle. Das ist jetzt keine Capo-Tour, eine gewöhnliche oder Farid. Nee, ist was ganz Besonderes, was Neues. So ein bisschen. Ich finde auch, weißt du, ich fand auch bei meinen Touren für mich selber auf der Bühne früher, manchmal, wenn du so 2 Stunden nur durchrappst die ganze Zeit.
Ich glaube, das ist auch für den Zuschauer langweilig, weißt du? Gerade jetzt in der TikTok-Zeit. Ja, man die braucht Leute schneller haben auch, viel mehr. Genau, man muss auch mal ein bisschen was bieten, Variante. Ne? Ich glaube, für jeden ist das lang, wenn er die ganze Zeit nur, weißt du? Durchgerappe, bam, bam, bam. Das ist auch anstrengend, also für den Hörer, aber wenn du ein bisschen interagiert wirst, hast ein Special Guest, hast das, hast eine Show. Ja. Es ist geiler Moment, wenn zum geilen Moment geil gerappt wird, ein geiler Song. Was haben wir? Freitag der 13. Ja. Das ist ein geiler Moment, weißt du, so, ey, boah, der Beat. Das ist ein Highlight-Moment einfach. Genau. Davon haben wir einige eingeplant. Genau, davon aber da müssen ja Sachen, oder wenn er, weiß ich nicht, Lambo Diablo GT oder so besondere Sachen, das sind, muss viel Abwechslung sein. Viel. Jetzt, es kam auch sehr unerwartet. Also es war jetzt irgendwie keine Sache, die wir jetzt Monate vorausgeplant haben. Genau. Ja. Wir hatten da beide, waren beide so am Gucken, Tour und so. Und dann haben die gesagt, ey, was geht ab und so. Macht es Sinn? Es macht Sinn. Warum macht es Sinn? Weil es halt vorher keiner gemacht hat. Ja. Und lass uns mal gucken, was daraus wird. Und ich denke, das zeigt es auch gerade so. Die ganzen Ticketverkäufe und alles. Wir sehen ja gerade, die Leute haben Bock. Und desto mehr freuen wir uns, glaube ich, auch, oder, Farid? Voll, voll übertrieben. Desto mehr freut man sich auf die Tour und desto mehr bereitet man sich jetzt 100%. Vor. 100%. Ja, ja, 100%. Wir haben auch eine, das ist ja, eine Theorie ist ja viel gesagt. Ja, ja, wir gehen auf Tour, ja, damit klar. Tickets verkauft, bla, bla, bla. Ja. Aber du musst ja auch was bringen. Das ist, darauf kommt es ja letzten Endes an. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass wir das gerade irgendwie abarbeiten. Nein. Also wir machen gehen kreativ an die Sache ran. Ja. Also das, werdet ihr, wie werdet ihr denn vorher proben auch zu dritt? Ich will, weißt was ich will? Ich will in meinen Interviews in TikTok gehen, in, am Handy. Ich mach. Aber man muss sagen, er promotet gerade auch noch einen Song, der kommt gleich. Ne? Ja, das sowieso. Auf jeden Nicht Fall. Gleich, dann kommt er morgen. Ja, ich meine, wenn ihr das Interview seht, ist das eh schon draußen. Sag mal ganz kurz was zu dem Song. Das ist Montpellier, heißt der wahrscheinlich. Ich musste mir ja heute schon sehr oft das anhören, weil er neben dir saß, als er das TikTok geschnitten hat. Aber das gehört dazu, man muss heute echt viel... viel TikTok bearbeiten, ne? Dein ganzer Fame, nicht also TikTok, der Bobby, man muss nicht. Ja? Der Bobby ist ein spezieller Künstler, das habe ich in meinem ganzen Leben, ich habe viele Leute kennengelernt, ne? Wie ihn mit so einer Perfektion und mit so einer wie der dran an dir arbeitet, vom Mix, vom Video. Er hat konkrete Vorstellungen, das macht ihn auch aus. Der sitzt da beim TikTok oder der schneidet was, der ist nicht wie ich. Deswegen, ich mach ganz andere Fehler, was der macht. Bei mir, ich guck keinen Rechtschreibfehler, ich poste das, der ist... Aber sag selber, Bruder, sag mal selber, was, wie du arbeitest. Wie du, wie das dazu kommt, deine, wie du deine Sachen siehst. Wie, weißt du, was ich meine? Was soll ich sagen? Ich arbeite einfach, ich mach nach meinem Gefühl alles. Bei mir ist gar nichts so... Du weißt doch, Bruder. Authentisch. Alles immer spontan. Immer was wir machen, ist immer, wir klären kurz was ab und nach check it up, direkt. Vorher spreche ich mich immer mit meinem Bruder hier ab und der gibt mir immer einen guten Rat, ob es richtig ist oder nicht. Und je nachdem hau ich dann auch rein, ne? Würde ich sagen. Also ich habe bei Bobby zum Beispiel zum ersten Mal an einem Song gearbeitet und ich bin selber schon ein Perfektionist. Ja, der auch, der Jam ist auch, genau richtig. Und dann habe ich mit Farid gesprochen, ich habe meinen Part abgegeben und dann habe ich mit Bobby, hat Farid gemeint, Bobby macht den Mix. Habe ich gemeint, okay, ich habe mich überrascht, so geil, freut mich, weil ich mag Künstler, die sich reinhängen und die auch selber auch an den Songs arbeiten. Richtig. Und sich einfach trocken einrappen und sagen, okay, mach mal. So wie ich. Aber so kannst du ja auch nicht vergleichen. Ich weiß, alles gut, Bruder. Ja, natürlich. Aber, und dann, so, dann hat er mich irgendwann nach ein paar Tagen angerufen, gemeint, ey Bruder, willst du mal reinhören, Gova? Ich habe gesagt, sag mal her, Gova. Dann habe ich reingehört und ich muss ehrlich sagen, so, der hat ein gutes Ohr, der Bobby. Also, du hast mich echt, sag ich dir nochmal hier, so habe ich ja auch nicht gesagt. Glaub, an jeden Produzenten, der bis jetzt mit mir zusammengearbeitet hat, ich kann mich nur entschuldigen von Herzen. Weil bis jetzt, nonstop bis 7 Uhr morgens, musste ich euch leider geiseln da. Aber das ist schon wichtig, aber ich finde das gut. Weil das du, ist gut, ja genau. Weil viele Leute. Nee, viele. Nur die Arten kommen in den Garten. Nee, wenn du das nicht machst. Die letzten 10% machen ja den Unterschied. 100%. Weißt du, ein Produzent muss. Ja, richtig. Heutzutage ist das so, die Produzenten wollen leichtes Spiel haben, weißt du? Ja, aber das wollen viele. Kurz Mikrofon rein und direkt raus. Weil viele Rapper haben keine Ahnung. Viele Rapper, die haben keine Ahnung, geht ins Studio, junge Leute.
in dein Alter, das die kommen. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, das hat mich verblüfft. Meistens ist es ja so, dass die Produzenten heutzutage genau. den Künstlern den Sound vorgeben und sagen, genau. du musst so klingen oder so. Genau. Bei ihm ist es halt, ich habe gemerkt, so, bei ihr, er macht du kannst den Bobby so. Nicht, du kannst ihn gar nichts aufzwingen. Ja. Ja. Er ist das so, ja. wenn gar nichts, also wirklich. Du kannst ich glaube, weißt du, was auch ein Riesenunterschied ist zwischen euch beide jetzt und Bobby? Ihr beiden seid aus einer Rap-Zeit, da musste man sich dann irgendwann an Social Media gewöhnen und dann gucken, dass man seine Zeug da promotet. Du wächst ja quasi damit schon auf, für dich ist das schon voll natürlich, weißt du? Ich habe voll oft ja, ihr kennt das ja auch, Rapper aus eurer Phase, die dann immer Probleme damit haben, immer viel zu promoten, weißt du? Fühlen sich da nicht so natürlich, fügen sich nicht rein, dann holen die sich einen Manager oder einen Social Media Berater, der dann sagt, ey, du musst so und so machen. Die haben das für dich nicht so ein natürliches Gefühl. Und bei Bobby ist das ja, das ist das Gute bei dir, finde ich, als bei allen jungen Künstlern ja so, du wächst ja mit TikTok quasi auf, oder weißt du? So, das ist ja für dich ja, voll heißt, normal. Ich wächst damit auf, so, ich musste mich auch kurz dran gewöhnen, aber okay. ich habe ganz schnell gemerkt, ja. dass ich einen Switch machen muss in diese TikTok-Schiene und sonst was, weil im Endeffekt, was gibt es Besseres? Du kannst deine Musik ja, so ja. schnell supporten, heutzutage ja, ja. promoten. Wie viele Künstler gibt es sogar, die eigenständig sind und ja. Über TikTok ihr eigenes Ding machen, so, weißt du, was ich meine? Im Endeffekt ist das nur Win-Win. Über TikTok machst du deine Sachen rein, machst du ja. dies, promotest du ein bisschen hier und da. Ich sehe das Gas ja. geben natürlich, auch ein bisschen mit ja, Kopf, kannst ja. nicht einfach blind da reingehen. Ja. Aber soll jeder machen, wie es... Wie er das fühlt. Genau. Ich sehe das ja auch als Vorteil, wie du das jetzt auch sagst, ich sehe das ja auch als Vorteil. Aber es gibt ja Leute, die sehen das als quälend. So, weißt du, boah, muss ich noch hier machen, da machen. Ja, die sind sich zu schade. Ich weiß, oder so, ja. Ja, die haben auch nicht die Power, ne? Das darf, kannst du ja jetzt nicht da. Oder weil die haben schon den Glauben an sich selbst. Ja, verloren, ja. ja, ja die gehen nicht mit der Zeit. Die ja, gehen also, nicht halt nicht das mit ist der ja normal. Zeit. Auch mit Social Media. Wir haben Facebook, wir haben Instagram. Ja, ja, wir haben alles durchgemacht. Ja, ja scheiß mal da drauf. Ich glaube, viele haben sich auch MSN Messenger. Knuddels.com. Viele haben sich auch auf diese ganze Playlist-Geschichten und so verlassen. Ja, ja das stimmt. Das ja, stimmt ja, auch. Viele haben Arbeiten vergessen. Ah, also, ne, ja, die Songs richtig, zu arbeiten ja, waren nur noch abgeben. Recht, habt ihr recht, ja. ja. Das stimmt. Sag mal ein paar Namen, die auf die Tour kommen. Ich habe schon ein paar Namen gehört. Ein paar habt ihr auch schon released. Ne? Ich, glaub, ich will jetzt, okay, ich fange an. Bowser, Haftbefehl, Kollega, Pronto, Sofien, Malik Montana, Benz, boah, krass. Miami Yassin. Also auch international. International natürlich. Wir auch. Wir sind gerade zwei international. Ja, Miami Yassin, wir haben wir noch? Ich guck grad. Ich hab doch alles hier. Wir haben Nimo. Nimo. Natürlich. Nicht zu vergessen. Ja, nicht das muss vergessen. Ja. Du musst Nimo. Lambo mit ihm spielen. AK und Volo. AK und Volo. Das ist dann Volo wahrscheinlich Volo. In Berlin, ne? Ja. ja Kollege, also, ja. Jamule. Jamule. Ja, Kollege ist ja schon so, muss ja, geht ja nicht. Wir haben auf jeden Fall schon so ein paar Kandidaten auf der Tour. So. Jamule, klar, du hast Happy Birthday mit ihm oder so. Ja. Ne? ja. Jamule ist auch mein Kumpel. Der ja. Jamule, ich habe auch so ein paar Mal mit dem rumgegangen. Ich mag den Jamule, der ist ein sehr cooler Typ. Ich mag auch seine ja. Flachserei und so, wie der da, was der Ding. Ich feiere den Jungen. Ich feiere den auch. Als Typen. Macht ihr mit, boah, also ich muss sagen, wo du gerade gesagt hast, Haftbefehl, in meinem Kopf hat es schon gedreht, welche Songs werden die spielen. Ihr habt da natürlich das, aber kommt der nur in einer Stadt? Kommt der nur in Frankfurt oder gibt es die Möglichkeit, dass er noch ein paar Mal öfter kommt? Weil ihr, ich meine, ist dein Bruder. Der kommt nicht in Frankfurt, München. Oh. Wir haben ja extra München. Nicht gewinnt. Ah, okay, okay, ja, ja, ja. Ja, so dieses Klassiker. Gerade macht. Ja, ja, okay, geil. Frankfurt geil. Ist ja sowieso Heimspiel. Deswegen, München ist auf jeden Fall ein guter Ort gewesen. Ja, geile Idee, auf jeden Fall Leute einzuladen. ja, nee, ist geil. Nee, super, freut mich. Das ist unser Insider von Roots und von mir. Ja, alles gut. Weil der Roots hat zu mir im Interview gesagt, ey Bruder, eigentlich könnt ihr in jeder Stadt immer einen Special Guest laden. Habe ich gesagt, ja, ja, haben wir schon vor. Aber dabei, in dem Moment, wo der mir das gesagt hat, hat er euch angerufen, du musst das machen. Ey, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Ey, der Roots hat manchmal gute Ideen. Ach, der hat keine Ahnung. Ich habe eine gute Idee. Roots ist auf jeden Fall der falsche. Nein, nein, alles gut. Ja, ich ja aber ist ja besser. Der lässt es nicht einfach so ein. Ah, du weißt, krieg ich GEMA eigentlich? Ne? GEMA oder so? GEMA ist nur für Schreiben, Bro. Du kriegst Dings und wir machen, weißt du, was wir machen? Ein Konzert. Wie meinst du? Kannst also okay, ja, ey, ohne Scheiß, das wollte ich gerade sagen. Das war wiederum wirklich seine Idee.
Auf dem Weg hat er gesagt, eine Station suchen wir uns aus, gucken wir, wie das funktioniert. Filmen wir live, ein Live-Konzert. Ja, okay. Machen wir komplett live, auf Twitch bei uns dann. Ah, geil. Komplett, dann moderiere ich das komplett von A bis Z durch. Das ist eine geile Idee. Ja, wird richtig geil. Geile Idee. Ich muss mal schauen. Das ist krass. Super Idee. Genau, dann schauen wir mal, welche wir machen. Was fragen wir, du hast GEMA gesagt, bist du bei der GEMA? Bruder, ich habe einen Verlag. Okay. Bist du, was machst du eigentlich so? Bist du Verlagsleiter? Weißt du, was ich gefragt habe? Dein Name ist schon zwei, dreimal in die Quere gekommen. Deswegen wollte ich mal wissen, ob es mach mal einen Deal klar. Hast du Angebote für uns? Also ich würde dir den Bobby ja ungern wegnehmen, aber... Hast du Angebote für uns? Egal, hol mal. Wie ja, reicht man die? Dein Name ist mir schon ein, zwei Mal in die Quere gekommen. Wirklich? Lass später reden über diese Sache. Okay. Bist du gerade verlagsfrei? Nee. Ah, schade. Denkst du, ich bleib frei, Bruder? Mal ganz ehrlich. Denkst du, ich warte einen Tag? Ja. Denkst du, ich bleib einen Tag frei, Bruder? Nein. Der Bobby, bald wird auch der Bobby einen Verlag gründen. Weißt du, wie der heißen wird? Ja. Bengin Edition. Bengin Music. Bengo Records. Okay, nein, weiter geht's. Komm. Weiter geht's jetzt wieder ernst hier. Erzähl mal was zu der. Normalerweise muss ich sagen, wenn wir nach Türkei fliegen. Habe ich dem Farid direkt gesagt, wer dreht das Video? Daniel, weißt du, dann so einer deiner Go-To-Leute, Basic. Und jetzt hat er gesagt, aber nee, du hast den Kontakt hergestellt, ein neuer Typ. Willst du zu denen mal was sagen? Wer dreht das Video? Habt ihr der schon mal mit denen gearbeitet? Der ist draußen, der baut gerade. Ihr filmt ja auch das Set, oder? Wir machen alles. Ja. Ich habe hier sehr gute Jungs, ein sehr gutes Team am Start, die meine ganzen Sachen auch drehen und alles, was mit mir zu tun hat. Und dann hat sich das so ergeben, haben gesagt, komm, bevor ich rüberfliege, lass uns was anderes ausprobieren, suchen, was wir in Deutschland nicht so einfach finden. Und dann hat sich das so ergeben, haben gesagt, komm, lass uns das hier machen. Ich hoffe, die Jungs werden sich hier auch beim Videodreh wohlfühlen. Normal, Bruder, normal. Also ich muss sagen, viele Leute, also ein Riesenteam. Ja, ganz anders, man muss ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch für mich fest vorgenommen, hier mit den Leuten für die Zukunft enger zu arbeiten. Wohnst du jetzt hier oder bist du hier urlaubmäßig? Ich pendel, ne? Ja, bist viel, okay. Ich bin viel hier in Istanbul. Das ist schon eine geile Stadt, ne? Jetzt gerade für Einflüsse, für dein Rap, für dein... Ja, ich meine, ich kenne ja deinen Style, diesen deepen, nachdenklichen, alles auf Rot-Style. Ja. Wann kommt da das nächste Ding? Seit Jahren warten wir auf das nächste Ding. Ich habe es ja schon angekündigt, ich habe noch nicht das Datum angekündigt, aber es wird auf jeden Fall jetzt zum Frühjahr kommen. Aber noch nicht auf die Tour, ne? Wirst du Songs spielen auf der Tour? Zur Tour wird es nicht schneiden. 12.1. wird nicht hinhauen. Ja. 12.1. wird nicht hinhauen, aber ich denke dann gegen Ende Februar oder sowas werden wir schon. Aber Songs wirst du auf jeden Fall spielen von Songs? Ja, klar. Songs werden es auf jeden Fall geben, aber. Das Album werden wir nicht schaffen bis zum 12. Ja, nee, wäre ja auch. Aber ich dachte nur auf der Tour, bis ein, zwei Songs spielen. Werden wir machen. Ich habe schon ein bisschen was gehört. Safe. Da werden auch Singles kommen, die wir jetzt auch abgedreht haben. Und dann, wie gesagt, bei der Tour kann sich schon jeder darauf freuen, den neuen Sound zu hören. Geil. Sehr gut. Ja, Mann. Hier nicht falsch. So, Freunde, wie gesagt, wir sind in Istanbul. Ein riesen Produktionsteam hier. Keine Ahnung, bestimmt 100 Leute oder so. Unglaublich viel Licht, Kräne, Makräne. Videodreh für den Toursong. Bobby, Capo und natürlich Farid gehen auf Tour. Es wird eine unglaubliche Tour. Freunde, auf der Tour sind wir übrigens auch dabei. Wenn ihr das seht, nur mal nebenbei Info. Jetzt filmen wir euch das ein bisschen. Ich werde mal mit den Jungs versuchen zu quatschen. Es hat viel los, sehr viel Stress, wir haben Zeitdruck. Und ja. Hier kommst du raus. Ich bin nicht wie ich erfolgreich wurde, doch ich weiß, dass ich durch meine erfolgreich wurde. Ich bin ein guter Butterfly gemacht, ich wollte weit oben wie der Ansatz von Justin. Kommst von hier die Kamera reingesprungen, hier kommt der Roller hin. Yeah. Und mit dem Fond, Mann, wo ist der Alarmwelle? Wo ist der Zinker? Wo ist der Zincario? Auf jeden Fall, Robas, in meiner Karriere wollte ich schon immer zwei Menschen grüßen. Free Thailand und
sei gegrüßt, Bengin. Mehr wollte ich nicht sagen. Seht ihr, wie schnell das geht von Millionärs zu Traktorfahrer? Von Bräuninger, von Ansons, Pick und Kloppenburg. Du kommst mit dicke Tüten, kommst du raus. Markenklamotten, Frauen gucken links, rechts. Die drehen sich um, die denken sich, boah, was für Klamotten, was für ein wilder Parfüm. Kommst du nur noch mit Benzingeruch auf einmal nach Hause und mit Klamotten vom Bengin. Jetzt illegal Videodreh. Capo, Farid und ich. Jetzt kommt die erste Szene. Wir versuchen das alles in One-Take zu machen. Wir machen einen Netflix-Film daraus. Wir versuchen es zumindest. Ja, und wenn es klappt, dann klappt es. Ich bin aber zuversichtlich und ja, Sigara, warte mal. Na, hola. Jok. Hola. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch ganz schnell Türkisch gelernt. Es ging ganz schnell, ruckzuck. Und ja, das Sprachtalent ist da. 3, 2, 1, Action! Was ist los? Wir haben Mann, Katzen bis eine Kante. Abi geri şenol abi buraya şenol abi buraya şenol abi buraya şenol abi. Noch einmal? Jam, noch einmal? Tamam. Şey. Was macht der jetzt? Wir drehen eine Szene mit CGI. Ah. Bruder, ist die lang, Alter. Sowas habe ich nur in den USA. Die fahren gerade von Europa nach Asien. Ja, ja, genau. Ja, so eine langen Brötchen gibt es nur in den USA. Freunde, wir sind am zweiten Set. Ja, wir haben heute Nacht zwei Sets gemacht, beziehungsweise die Jungs. Und ey, ich habe ja schon ein bisschen gefilmt, ich habe es ja schon ein bisschen gesehen, aber sag mal, Elia, alleine die Lampen hier, beziehungsweise die Lichtsituation hier, unglaublich. Also die haben hier wirklich aufgefahren, sind mit dem ganzen LKW hier, mit mehreren, wir haben Wohnwagen, dies, das. Also Riesenset, Riesenteam auch, viele Leute. Genau. Komm, erzähl mal ein bisschen. Was geht? Erzähl mal. Nix, wir haben hier das Set, du siehst ja, es ist ein aufwendigeres Set wieder. Ja. Wir machen ja keine halben Sachen hier. Erzähl gut. Mal, du bist der heimliche Regisseur. Die Story ist von dir, ne? Ja, was heißt von mir? Ich meine, weil du bist sehr viel hinterher. So. Ja, ich gucke halt, dass alles funktioniert. Ich kann die Sprache, ich weiß, wie die hier arbeiten, ich weiß, wie man mit denen reden muss. Ein bisschen Druck machen auf die Leute. Der Farid hat gar keine Geduld, ne? Er ist schon spät. Druck machen. 2 Uhr nachts. Farid geht gerne ein bisschen früher auch mal schlafen.
jetzt gar nicht seine Zeit, muss man sagen, weil er ein kompletter Frühaufsteher. Das stimmt. Ja, der ist jetzt schon, nimm mal die Gangster auf, da sind die ersten maskierten, die Rollen. Die zeigen sich schon, machen sich schon zurecht. Kennst du wie bei Menace Society? Ja, ja. Setz die Maske. Wollt ihr, dass wir ein bisschen Türkisch reden mit ein paar Leuten? Ja, das auf jeden Fall. Türkmenischen Abi. Abi, Türkmenischen. Salam, Abi. Sigara var mı? Var. Vallahi, Abi, teşekkür. Ja. Danke, Abi, teşekkür. Abi. Evet, abi. Türkmenischen, Abi. Türk misin? Türk ha. Selam ahi. Aleykümselam. Türkmenistan. No no Türk. Ah Türk. Elazığ. Türk, Malatya. Malatya. Aynen. Dersim. Elazığlı mısın? Dersim. Yok Malatya. Arapgir. Sen? Na. Dersimli. Dersim Tunceli. Tunceli. Ha sen Tunceli misin? Evet. Vallahi. Evet abi. Evet abi. Türkmenistan. Türkmandir ya. Richtig. Evet. Hier Wohnwagen alles da. Mal hier einfach reinstürmen. Ein bisschen zergeißeln. Hier, Govas, wie ihr sehen könnt, alles hier. Hier auch Handschuhe. Für Jejo abpacken. Ihr wisst, Chelawi. Hier kann man wild Schlafus. Besser als Kellerschlafus. Und ja. Hier, der Wohnwagen hat sogar Toilette, Govas. Ist gerade abgeschlossen. Oder jemand drin, ich weiß nicht. Sollen wir den ein bisschen stören? Abi, Türkmenistan. Abi. Sigara içil içmeç. Evet, abi. Also spätestens in 20 Minuten müssen wir hier fertig sein. Also er hat schon, Farid hat jetzt eine Ansage gemacht. Und wer Farid kennt, weiß, dass er meint das nicht. Das ist auch nicht Verhandlungssache bei ihm. Der hat jetzt gesagt 2:30, also wir sind 2:30 Uhr nachts. Wir sind aber auch schon über der Zeit. Ja, wir sind lange über allen Zeiten, aber gut. Er hat jetzt gesagt 2:30, ist mir scheißegal, wo wir sind, welches Bild, ich bin dann weg. Dann müssen wir mit einer Double weitermachen. Ich bin mal gespannt auf die. Hallo, hallo, guck mal jetzt, da ist sogar noch eine Drohne, hast du das gecheckt? Wer macht die denn? Wer kontrolliert die Drohne jetzt gerade? Normal Performance. Wir machen die letzte Hook da. Und da, Bruder, sagen nicht mal, wir machen was, wir bleiben stehen. Wir zeigen nur noch, wie die zwei mit Maske, der eine hält den fest und einer zieht den Tüte über Kopf und dann schmeißen wir den da rein. Okay, jetzt lass uns keine Zeit. Wir haben gesagt, bis 2 Uhr. Komm. Okay, okay. Komm, Jolla. Schaut, wem schämen zum mir? Wie die Goodfellas, das war immer unser Traum, aber nun endet's im Kommissariat. Sorry Mama, sorry Papa. Ich bin mal echt gespannt, wie das nachher aussieht und wie das nachher halt, im Endprodukt aussieht. Die machen alles, ne? Die nehmen auch Making of auf und so, also riesige Themen. Freunde, der zweite Tag hier, gefühlt schon der fünfte, weil wir die ganze Zeit unterwegs sind und am Rennen sind und machen sind und die Spots am Checken sind. Ja, heute Abend fliegen wir auch schon wieder nach Hause, aber wir haben heute noch eine Menge zu tun. Ein paar Szenen werden gedreht, die Jungs werden noch ein paar Aufnahmen machen für die Socials und wir werden unser Was los noch weiterführen. Genau, dann fliegen wir heute Abend. Oh, Freunde, oh, vielleicht kann der Ilja nochmal, vielleicht kannst du ja nochmal
bisschen zeigen, wo wir hier sind. Also die Aussicht ist unglaublich. Die Aussicht ist hier unglaublich, Freunde. Ich kann jedem nur empfehlen, einer dieser Hotels hier in der Gegend ist unglaublich. Da ist natürlich der Bosporus. Und wie ihr seht hier, Beşiktaş. Einfach Stadion. Achte mal, wir sind einfach am Stadion. Und wenn du genau hinhörst, die spielen gerade Mucke ab. Hörst du das? Geh mal. Wo ist das aber? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ey, hast du Lira? Ja, nicht. Nee, EC-Karte. Geht EC-Karte? Karte geht nicht. Schreib ich dir Bruder ein Kilit. Euro? Und deine? War, Kart, danke. Ich, bei mir hat es bis jetzt auch keine Antwort gegeben auf mein Album. Gar keine diesmal, ne? Doch, von Thilo, wo er so die Waffe hält gegen meine Goldplatte bei Toxic. Hab ich nicht gesehen, Alter. Das hat er bei Toxic im Griff. Dann hält er so eine Knarre gegen die Goldplatte und zieht sie drauf. Das war witzig. Ich fand's lustig. Sicher, was hast du gesagt? Ich hab den an dem Tag sogar gesehen. Ich war im Auto, ich bin an dem vorbeigefahren. In Düsseldorf? Ja. Ja. Das Abend, gesagt, ich das war, und ich hab's überlegt. Soll ich mal nur sagen? Ich hab gesagt, hab ich gesagt, boah, ich hab jetzt gerne Bock. Ja. Cipriani. Kennst du das? Nein. TikToks auf für die Promo. Ich habe alle Taschen. Ich hau mit der. Das von Farid mit der Hoch. Ich habe da jetzt am meisten Geld drin. Okay. Warte, geh so aggressiv vom Kopf. Mich und ich auf die Tür. Man guckt so viel TikToks, jetzt weiß ich auch schon, wie das geht. Geil. Free Max B. Free Max B, los. Base God. Wave God, nicht Wave. Wave God. Was hast du für eine Schuhgröße, Bruder? 45. Ey, das sieht bei dir so klein aus. Das ist bei ihm so witzig aus. Das wäre noch mein Traum. Ich meine Schuhgröße. Ich bin durch. Komm, zeig dein Geld. Nie mehr Schuhe kaufen. French Montana. Vielleicht ist es das Sample, irgendwie kommst du ja ganz noch. Aber irgendwie. Hast du schon wieder Hunger? Wie oft haben wir gegessen? Zu oft. In 3 Tagen 17 Mal. Oder? Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. War uns eine große Freude auf jeden Fall. Guckt alle in die Kamera, in die Fotokamera. Und wir sehen uns auf der Tour. Auf der Tour. Anfang Januar. Nee. Mitte Januar. Ende Januar. Ende Januar. Das letzte Konzert streamt ihr bei Twitch. Okay, habt ihr gehört? Ansage. Sag noch einmal ganz kurz, Fahre, kriegen wir Karten? Können wir für die Leute Karten verlosen? Wie viele wollt ihr? Spaß, ja klar. Bruder, ich zahle, kein Problem. Nein, okay, wir müssen gucken, welche Stadt noch Karten sind. Ich ziehe das von meiner Garja. Ich verschenke die Karten. Okay, lassen wir jetzt. Mach normale Format, oder? So? Besser, ja. Oder so? Besser. Ja. Wie du willst.
Warte, dann möchte ich das machen. Warte, warte. Ja, das ist gut. So, guck mal. Super. So, haben wir. Okay, Karten muss ich eh gucken. Ein paar Städte sind ausverkauft, ein paar Städte gehen noch. Ihr habt's gehört. Letzte Stadt haben wir noch rausgedribbelt. Twitch. Boah, aber das wird jetzt voll die Arbeit für uns. Yes, yo, Freunde! Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Ja, die drei gehen auf Tour. Wie gesagt, wir können Tickets verlosen. Das machen wir auf Twitch. Kommt gerne vorbei. Schreibt mir dann auch in die Kommentare, falls ihr Tickets habt, wo wir euch in welche Städte sehen. Bei ein paar Städten werde ich wahrscheinlich dabei sein. Und ihr habt es gehört, Farid hat gesagt, er würde gerne, dass wir, und das machen wir natürlich gerne, obwohl mich das auch Riesenprobleme bringt, jetzt technisch das umzusetzen. Eine der letzten Shows, wahrscheinlich die in Frankfurt, die letzte, werden wir auf Twitch live übertragen für euch. Freunde, wenn einer sich jetzt auskennt und sagt, ich weiß, wie das geht, dann meldet euch bei mir, weil ich weiß jetzt noch nicht, wie das geht. Wir müssen Kameras organisieren, Mischer, dies, das, Ananas. Ey, ich werde es aber hinkriegen. Wir kriegen das richtig geil hin für euch auf Twitch. Ansonsten, Freunde, Gangzeichen, damit alle wissen, dass hier ist eine, geht das noch, Gangzeichen? Ja. Eine Hip-Hop-Sendung. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder oder auf Tour bei Farid. Alle Dates natürlich unten oder auf Twitch. Boost.